Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Update-News von MediaWorld Dynasty. Ja, es ist endlich da, das große Roadmap-Update Nummer 1. Gut, gleich zu Anfang. Sie haben noch kleinen Hotfix hinterhergeschmissen. Das ist jetzt die Version 0.2.0.1. Ja, sie haben nochmal den Audio-Sound der Hacke hinzugefügt. So behoben, durch das Drücken von der linken Strengtaste wurde ein Ereignis-Pop-up ausgelöst, aufgrund dessen der Spieler nicht in der Lage war, sich zu bewegen oder die Benutzeroberfläche zu verwenden. Information über zusätzliches Gewicht bei Rucksäcken und Beuteln bleibt erhalten, nachdem der ausgewählte Gegenstand im Inventar ausgewählt Schema geändert wurde. So, das war schon zu den kleinen Hotfix und jetzt kommen wir zu den großen Update. Ja, hallo ihr Stammesführer, der Tag ist gekommen und der Moment ist endlich da. Das erste große Content-Update zu MediaWorld Dynasty ist da. Lasst uns also direkt mit den Dingen beginnen, die ihr bekommen werdet. Einer der wichtigsten Neuerungen sind die Ereignisse. Wie wir in unseren Teaser letzte Woche schon berichtet haben, stellen sie eine zusätzliche Ebene im Gameplay dar. Ihr werdet mit vielen Szenarien konfrontiert, die sich abspielen können, je nachdem wie ihr mit ihnen umgehen werdet. An einem Tag müsst ihr vielleicht mit heftigen Regenfällen fertig werden, die eure Ernte beschädigen, während euer Stamm an einem anderen Tag Monate später einen erheblichen Motivationsschub widerfährt, weil sich freudig der Frühlingsduft in der Nase spüren. Diese Ereignisse können einen großen Einfluss auf eure Spiel haben und sie werden eure Gewieftheit und eure Führungsgeschick auf die Probe stellen. So, schwere Entscheidungen liegen vor euch. Ereignisse sind aber nicht alles, was ihr in diesem Update finden werdet. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir dem Spiel einige dekorative Elemente hinzufügen. Mit Fackeln und Laternen könnt ihr endlich Licht in euer malerisches Dorf bringen. Sie sorgen nicht nur für Licht, sondern bringen in der kalten Winternächten auch etwas Wärme in euer Dorf. Wir haben auch einige Möbel parat, damit eure Leute einen Platz haben, an denen sie sitzen und essen können. Dazu haben auch andere kleine Dekorationsgegenstände hinzugefügt. All dies, damit ihr euer Dorf eure persönliche Note verleihen könnt. So, Laternen werden eure Nächte erhellen. Einige neue Möbel für neue Stammessippen. So, wir haben euren Leben auch ein wenig einfacher gemacht. Jetzt könnt ihr dank neuer Beute und Taschen mehr mit euch führen. Sie werden euch beim Transportieren schwerer Gegenstände helfen, eure Reisen in anderen Dörfer effizienter und lukrativer machen. Die neue Taschenkollektion. Das sind nur einige der großen Veränderungen, die wir in die Welt von MediaWorld Dynasty eingeführt haben. Eine vollständige Liste findet ihr in unseren Changelog unten. Lasst es uns auch wissen, was ihr von dieser Neuerung haltet. Und wie immer gilt, folgt uns auf Facebook und Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten. An dieser Stelle noch einen großen Applaus für unser MediaWorld Dynasty Reddit Community. Denkt daran, dass dieses Update erst der Anfang ist. Gut, bis zum nächsten Mal. Das Team von Toplets und RenderCube. So, dann machen wir mal die aktuellen Details zum Update. Hinzugefügt: neue Spielfunktion, Ereignisse, habe ich ja gerade vorgelesen, anpassbare Gameplay-Einstellung, neue Möbel, zwei Hocker, Bank und Tisch, neue Möglichkeiten zur Beleuchtung des Dorfes, Standfackel und Laterne, neue Gegenstände, um in Inventarkapazität des Charakters zu erhöhen, Rucksäcke und Taschen. So, ich zeige euch das mal kurz. In Technologie, also beim Häusern, hier ist was dazugekommen. Hier haben wir einen einfachen Holzschemel. Im Haus gibt es, in einfachen Haus, kann man jetzt noch den Holztisch holen. In Grabungsschuppen gibt es jetzt die Standfackel. Zusätzlich im Ressourcenlager gibt es jetzt einfachen Holzschemel. Gibt es zweimal, aber der eine ist nur mit Brett, der andere ist mit Runden. Okay, gut.
Da ist etwas doppelt. So, dann haben wir in Holzschuppen 2 die hölzerne Bank. In der Mine kann man dann die Laterne bauen. Und das war's doch, denke ich mal schon. Wir gucken mal durch. Das ist geblieben. Die Jagdhütte ist geblieben. Fischerhütte ist geblieben. Genau, Scheune. So, das ist auch alles geblieben. So, da gucken wir mal in der Werkstatt. In der Werkstatt kann man jetzt, gibt es die Körbe. Mittlerer Weitenkorb, großer Weitenkorb, kleiner Weitenkorb. So, in der Näherei, was da dazu bekommt, die Tasche. Und was ist das hier unten? Eine kleine Tasche und ein einfacher kleiner Rucksack. Es kostet auch dementsprechend alles etliches an Geld. Okay, ich denke mal Suppe, vielleicht mit Soße, dicke Suppe, Brei, Haferschleim, das ist geblieben. Dann haben wir halt Schmiede 1, da ist dazugekommen die hölzerne Schale, ein Holzbecher, hölzerner Teller. Schön. Näherei ist dann dazugekommen. Der Beute, einfacher Rucksack. Ist hier oben noch was? Nein, das sieht genauso aus. Wir gucken mal. Nein. So, Taverne 2 ist, glaube ich, auch geblieben. In der Schmiede 2 ist jetzt ein Weidenkorb, hölzernes Rad. Das ist mir neu. In der Näherei in der Großen gibt es ein einfacher großer Rucksack und eine große Tasche. Wir gucken dann auch gleich nochmal ins Inventar. Und in der Taverne gibt es dann jetzt den Obstkuchen. Aber das ist nur mit Bär. Okay, da gucken wir mal in Inventar. Wie sich das, da ist die Fackel. Hier ist die Tasche. Ah, hier. Hier haben wir einmal den Rucksack und hier ist für die Tasche. So, gut. Wo waren wir stehen geblieben? So, neue Benachrichtigung zur Dorfverwaltung in Hatt. Bewohner stellen Pelz in der Jagdhütte her. Oh, das ist schön. Neue Geräusche beim Befüllen eines Eimers mit Wasser. Ja, Entschuldigung. Neue Geräusche beim Ausgießen des Wassers aus dem Eimer. Entfernen von NPCs aus Gebäuden mittels der Gebäude-Details-Menü oder des NPCs-Detail-Menü. So, die ungarische Sprachversion ist hinzugekommen. Verschiedene Korb- und Holzdekorationsartikel zur Herstellung habe ich gerade gezeigt. Die NSCs des Spielers können des Nachts im Dorf patrouillieren. Ein Haus für Sambor. Neue Grabungsgeräusche bei Lehm für die Schaufel. Neue Geräusche für das Melken. Unschärfen und Verdunklung im Speicher- und Lademenü. Sortierung der Produktionsaufträge. Halten der UI-Eingabe für schnelleres Scrollen erhöht den Wert in Schiebereglermenüs. Neue Sensengeräusche. Meine Güte, ist das viel. Neue Hornmal-Sounds für den Mühlstein. Die Beschreibung von Technologie-Schematen enthalten jetzt Artikelstatistiken und/oder Ressourcen, die für die Herstellung benötigt werden. Rechter Gameplay-Joystick bewegt jetzt die Karte im Register Karte. Gefixt. Öffne das Änderungsmenü für ein Gebäude, wenn ein Objekt zur Auswahl steht. Einige Gebäudemodule haben das falsche Modell, wenn sie Schemen sind. Einige der Möbel waren unmöglich zu zerstören. Der Kompositbogen verschwindet beim Bewegen. Die Animation, wenn gerade ein Pfeil mit dem Bogen abgeschossen wurde, wurde nicht abgespielt. Nach dem Schuss musste die Animation beendet werden, bevor der Spieler den Bogen oder die Armbrust nachladen konnte. Die Position der Armbrust in den Händen des Spielercharakters. Das Kleinkind ist manchmal in den Händen der Mutter, wenn es dort nicht sein sollte. Kälber werden nicht erwachsen. Die Stimmung der Bewohner sank gelegentlich, obwohl alle ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Eines der Stammesmodule konnte nicht repariert werden. Entschuldigung, nicht Stammel, Stallmodule. Kaninchenfalle, Kableder statt Fell. Unvollendete Gebäudemodule waren im fertigen Zustand. Manchmal verschwanden die Möbel nach dem Laden des Spiels aus dem Gebäude. Unlesbare Kontrollboxen in den Einstellungen. Manchmal stürzte das Spiel beim Laden aus einer Datei ab. Fehlende Kochschematen in der Handwerkstechnik für die Taverne Stufe 1. Einige der Möbel werden beim Laden des Spiels dupliziert. Im großen Haus fehlten die Steinversionen der Wände unter dem Dach. Manchmal zeigten Felder bei Interaktion den falschen Namen an.
In der Schmiede fehlte die Schurschere in der Produktion. Es fehlte das Rezept für die Haferbrötchen und Pelzumhang. In manchen Situationen waren die Questmarkierer und auch nach Abschluss einer Quest noch vorhanden. In der Jahreszeit, in der Unigos nicht auf der Karte vorhanden war, konnte keine Steuern gezahlt werden. Wenn das Spiel in den ersten 5 Sekunden gespeichert wurde, wurde der Startquest nie gestartet. Das Todesmenü und der Übergang zum Erbemenü können gleichzeitig angezeigt werden. Kein Blackout, wenn der Spieler während laufender Schadenseingang verstirbt. Schnellspeichern und Laden von Steinmauern anstelle von Kalksteinen verwendet. Halt, Fehler! Schnellspeichern und Laden sind im Hauptmenü nicht blockiert. Wandlehm wird zum Aufwerten von Steinmauern anstelle von Kalkstein verwendet. So konnten keine Steuern an neuen Kastellen zahlen. Erstgeborene in der nächsten Generation des Spielers war ein Mädchen. Problem behoben, bei dem der Spieler den NPC in das Haus des Bruders, der Schwester, eben jenes NPCs verlegt, konnte und diese heiraten konnte. Der Erbe kommt immer wieder in das Haus seiner Eltern zurück. Pfeile, Bolzen, Speere, die in Tieren aufgespießt sind, beeinflussen deren Beinplatzierung. Was das bedeutet, weiß ich zwar nicht. Vielleicht werden sie jetzt langsamer, wenn man ihnen ins Bein schießt. Probleme behoben, bei denen der NPC auf dem Feld stand und nicht gearbeitet hat. Das Geräusch eines Wiesentangriffes ist nun aus großer Entfernung zu hören. Soundeffekte in den Soundeinstellungen hat keinen Einfluss auf den Klang von Gebäudemodulen. Der Arbeitsplatz-Slot wird zum Haus-Slot, nachdem Haus-Arbeitsblatt im NPC-Detailmenü zugewiesen wurde. Ein Fall beseitigt, indem die zum Freischalten des Gebäudes erforderlichen Technologien ausreichend, aber nur dann freigeschaltet wurden, wenn die benötigte Wert größer war. Das Ändern des Quickslots eines aktuellen gehaltenen Gegenstands zerstörte diesen nicht, was zu einem unzerbrechlichen Gegenstand führte. Rezepte für die Pfeile- und Bolzenherstellung. Wenn der Tag oder die Jahreszeit wechselte, teleportierte sich der NSCs auf den Dachboden oder auf das Dach. Wenn ein gestohlener Gegenstand benutzt wurde, änderte sich sein Status nicht als nicht gestohlen. Der C-Regler zeigt manchmal nicht die korrekte Menge an Münzen an, die ein Spieler von einem Handel erhielt. Das Zuweisen von Dorfbewohnern zu einem noch nicht gebauten Arbeitsplatz. Ein NPC konnte den Spielercharakter während des Handwerkes in die Arbeitssituation schieben, wodurch er stecken blieb. So, dann haben wir jetzt noch Aktualisierung und dann sind wir Gott sei Dank durch. Die Erkennung, ob ein Möbelstück platziert werden kann, wurde verbessert. Die Platzierung von Zäunen wurde verbessert. Die von den NPCs ausgeübten Berufe wirkten sich jetzt auf deren Stimmung aus. Das Verhalten der Geschosse hängt jetzt von deren Typus ab. Schwere Geschosse fallen schneller. Die Reichweite von Bögen, Sperren und Armbrüsten wurde erhöht. Verbessertes Verhalten der einzelnen Geschosse in der Luft. FOV-Änderung beim Zielen. Die FOV-Änderung beträgt jetzt x% der aktuellen Spieler FOV anstelle des Statistiken-Zielwertes. Wenn der Spieler die linke Maustaste gedrückt hält, nachdem er einen Pfeil geschossen hat, beginnt der Charakter nach dem Nachladen automatisch mit der Vorbereitung des nächsten Schuss. Angepasste HP von Kleintieren. Wildtiere greifen den Charakter des Spielers während der Dialoge nicht mehr an. Wildtiere werden nun aufhören, den Charakter anzugreifen, wenn er Dialoge beginnt, während er angegriffen wird. Dies ist eine temporäre Aktualisierung. Verbesserte Bewegungsanimationen für Kühe, Schweine, Bären, Ziegen und Schafe. Der Schaden des Kompositbogens wurde von 45 auf 55 erhöht. So, dann haben wir die polnische, russische, ukrainische, französische, italienische, türkische, tschechische und deutsche Übersetzung wurde auch bearbeitet. NPCs gehen nach der Arbeit
im Feld in die Scheune. Die NSCs des Spielers dürfen auf den Hockern oder Bänken des Spielers sitzen. Basgi Zeller hat neue Jägerbekleidung. Der Spieler kann nur dann NSCs rekrutieren, wenn der Spieler ein leeres Haus im Dorf hat. Das ging vorher, glaube ich, aber auch schon. Der Grenzwert für den Ruf der Dynastie pro 9 Einwohner wurde gesenkt. Aha. Ja, liebe Freunde, das war's dann schon mit den aktuellen News. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, besser gesagt fürs Zuhören. Und wünsche euch noch einen, ja, wir haben es jetzt Abend, einen schönen Abend. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Auch, ich freue mich auch über Kommentare, was ich verbessern könnte. Das wäre sehr hilfreich. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen nochmal. Bis dahin, sagt euer Meiji. Bye, bye.